Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und jetzt kommen wir mal etwas zu etwas ganz, ganz Seltenem. Ich wundere mich eigentlich, dass sie das tatsächlich darauf gepackt haben. Das ist Tetris für den Sega Mega Drive Mini / Genesis Mini. Ich glaube, da gab es irgendwie tierische Probleme, dass das rauskam auf Sega. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie weiter als aus Japan kam. Aber aufgrund von Lizenzen musste das dann schnellstmöglich vernichtet werden. Deswegen für die Leute, die tatsächlich eine Version haben, ich glaube, ihr habt echt was ganz Seltenes. Und es haben Leute sich diesen Teil schon angeguckt und der muss nicht gut sein. Was wieder aus der Abteilung ist, es gibt Sachen, die sind irgendwie bei Sammlern tierisch gefragt, ihr seht aber trotzdem Käse. So, wir gucken mal. Wir machen mal Tetris. Ich fange mit Level 0 an. Ja. Wie schon gesagt, wir bauen erstmal ein bisschen. Aha. Ich dachte eigentlich, ich wollte das noch da trickreich reinschieben. Aber gut. Wird die Gelegenheit noch kommen. Ja. Wie ihr seht, ist es Tetris. Aber es ist nicht... Ich glaube, das seht ihr auch. Die geilste Version. Aber das gab es tatsächlich auf dem Mega Drive. Ich weiß nicht, wie die richtige Situation war, aber ich glaube, die haben das nicht. Ohne Gründe da irgendwas machen können. Ist ja sowieso irgendwie ganz interessant. Nintendo hatte ja irgendwie die Rechte, dann hat aber trotzdem Atari irgendwie trotzdem sein Ding gemacht. Also, die haben irgendwie, ist das ganz seltsam. Aber ich sag's wirklich ganz ehrlich, das ist, die Nintendo-Version gefallen mir wesentlich besser. Da gehöre ich aber auch zu den Leuten. Also die Titel jetzt mal testen durften, weil er ja irgendwie schon auf dem Mini ist. Also es ist historisch interessant, dass man ihn hat. Das war's dann aber auch. Ich baue mich hier gerade total zu, kann das sein? Gut, dass ich nicht weiß, was ich tue. Aber ich bin sowieso gleich wahrscheinlich weg. Vor allem, wenn ich so baue. Ja, ich kann gut mich zubauen. Ihr schreibt an ein Spiel auf Minecraft, dann... Alter. Das haben wir ja heute gelernt. Das hat sich wohl jetzt erledigt. Ja, gut. Das ist wie schon Tetris auf dem Sega Mega Drive, Sega Genesis. Und das ist keine unbedingt tolle Version. Aber sie ist eben daran interessant, dass sie irgendwie gar nicht existiert. Ihr seht, das ist die Tengen-Version. Und Tengen, gut, ich brauche in den Chat nicht zu fragen, einer weiß es. Tengen ist ein Label von, richtig, Atari.
Also, und dadurch kamen wahrscheinlich auch die ganzen Ärger und sonstige Sachen, aber ja. Es ist interessant, dass es drauf ist, aber ihr seht, es ist keine tolle Version. Jedes Tetris, das ihr auf dem Game Boy habt, egal, wahrscheinlich auch jedes Tetris auf dem Tiger Gamecom, ist interessanter als das. Jetzt sagt der High Retro Game Lord, Tengen Tetris ist das Beste auf dem NES. Wahrscheinlich klingelt bei ihm gerade jetzt der Nintendo-Anwalt. Ich lasse das einfach mal unkommentiert. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Bald haben wir das Special durch. Und dann gucken wir, wo wir bleiben. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Mal gucken, wie der sich gerade zubaut. Obwohl, das könnten wir eigentlich noch... Soll ich eigentlich mal die Demo bewerten? Na komm. Ah, ist sie aber auch zugebaut. Ich kann ja mal gucken, ob die Demo meine Score schlägt. Ist ja vielleicht mal was Interessantes. Besiegt die KI den übermächtigen Menschen. Und müssen wir uns das tatsächlich angucken? Ich weiß es nicht. Jetzt fängt der High Retro Game Lord schon die Tengen-Version zu verteidigen an. Ich muss euch vielleicht auch einfach mal die Tengen-Version, die es tatsächlich auf dem NES gab, die unlizenzierten Cartridges geben, weil Atari herausgefunden hat, wie man den Security-Lock von Nintendo umgeht. Und dann haben sie es auch fleißig genutzt. Aber ihr seht schon, das Zugucken ist nicht spannend. Ich habe heute ganz lustigerweise die Retail-Fassung von Tetris 99 bekommen. Das ist spannender. Da hat er sich vertan. Ich kann jetzt Endlosschleife senden. Meinst du, besser als irgendwie die Bahnstrecken? Jetzt hat er mich besiegt. Jetzt will ich gar nicht gucken. Ja, komm, zaub. Jetzt beenden wir die Demo. So nicht. Bis dann. Jetzt bin ich sauer.